Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir Edition. Ich gehe jetzt heilen. Jupp, ich gehe jetzt heilen. Ich hoffe mal, die Vergiftung schlägt nicht zu. Jupp, ich hab's geschafft. Und ich würde sagen, es geht zurück in die Siegesstraße, oder? Diesmal muss ich den Weg ganz sicher finden. Der letzte Part war, naja, verschwendet will ich es nicht sagen, aber immerhin was trainiert. Nee. Also, Topschutz hier. Ich geh mal hier oben lang. Ich bin eigentlich schon der Meinung, dass es richtig ist, da unten lang zu laufen. Wahrscheinlich ist es auch richtig. Ich habe das irgendwas übersehen. Weiter geht's also. Genau, ich darf hier und dann runter. Ich muss irgendwie da hinkommen. Nein, bitte nicht. Warum ist der Schuss denn jetzt schon nicht mehr aktiv? Warum ist... Oh, das ist schon wieder zurück, oder wie? Sobald ich aus dem Bild... Diesmal nicht, danke. Hier runterspringen? Nein, das ist falsch. Warte mal. Hier unten. Okay, das ist jetzt komplett falsch. Ah, ich wollte gerade Start drücken. Ich habe gerade in dem Moment Start gedrückt. Aber das lauerte mir schon auf. Ich glaube, ich wäre wirklich besser gekommen. Na egal. Da habe ich was bei dem Wasser falsch gemacht. Ach so. Ich hab was bei dem Wasser falsch gemacht. So. Hab ich Schutz nicht gerade eingesetzt? Ziemlich unkonzentriert. Naja. Es sind immerhin EP. So, EP. EP. Top-Schutz. Danke. Da 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 da
Ich bin hier hinten runter. Deswegen muss ich hier runter. Oder? 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 Bisher sieht's so aus. Ah, ist auch nicht mehr aktiv. Wahrscheinlich durch Surface ist deaktiviert worden. Oder halt durch Raumwechsel. Was soll das hier? Und genau. Der letzte Trainer muss es. Oder vorletzte. Ich habe es innerhalb kürzester Zeit bis hierher geschafft, aber das letzte Stück zieht sich wie Kaugummi. Wie lange hast du für den Vergleich gebraucht? Ich frage nur aus Interesse. Pokémon. Was mache ich? Ich habe gerade noch daran gedacht. Ich habe gerade gesagt, Fritzel jetzt einzusetzen wäre eine schlechte Idee. Aber genau deswegen habe ich es eingesetzt. Weil ich einfach nur an Fritzel gedacht habe. Erstmal. Das müsste reichen. Ich kann mir vorstellen, wie ich die Pokémon-Liga nur mit Kyogre durchmache. Ach, jetzt kommt der. Kommt der jetzt? Kommt der jetzt? Yep. Heiko! Hallo Pikax, du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Ich habe es bisher geschafft und das verdanke ich dir. Meine Niederlage gegen dich hat mich viel stärker gemacht. Ich werde nie wieder verlieren. Ich werde gewinnen für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, jetzt komme ich. Und damit startet es gegen Heiko. Er fängt damit an, also er leadet mit Altaria. Das konnte ich konnte mit Kyogre. Drachentanz. Zum Glück bringt er dir nichts. Hoffe ich. Ja, er bringt dir nichts. Warum auch immer du jetzt Bodyguard eingesetzt hast. Wahrscheinlich noch gedacht. Ja, okay. Es stirbt sowieso. Kann ich auch den Rest des Teams noch schützen. Magneton. Was würde der da ganz gut zu passen? Genau. Also ich hoffe. Gänge Zertrümmerer. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, inwieweit ich das Teil in der Pokémon-Liga einsetzen kann. Ich könnte es mit Crusher probieren. Feuerodem. Ich probiere mal Feuerodem. Tripletter. Wahrscheinlich. Da habe ich meinen Snake unterschätzt. Das war eine dumme Idee. Wieso habe ich denn eine Drachenattacke auf Stahl eingesetzt? Nächstes Mal nachdenken. Nochmal Knoschern.
32 KP, das habe ich jetzt 28. Okay, ignorieren wir das. Ich habe mich nicht verrechnet. Zumindest Verteidigung. Es hat weniger abgezogen. Ah, er hat ja noch einen Bodyguard drin. Das darf man nicht vergessen. Beutel. Achso, ich weiß ja nicht, was der Bodyguard bringt. Ich mach's jetzt einfach. Ist mir egal, ganz ehrlich. Macht Heiko genauso. Oh, da fehlt ja wohl ein Stück. Da fehlt ja wohl noch ein Stück, was? Nee. Ich wollte jetzt angreifen. Knöcher oder Sandgrab? Knöcher oder Sandgrab? Immer Sandgrab. Bestimmt zieht Knöcher dann alles ab. Also wenn ich es eingesetzt hätte, würde es alles abziehen. Ja, toll. Ich hab's da gerade eben eingesetzt. Eigentlich müsste es da wieder drin gefangen sein, oder? Komm, bitte triff dich jetzt nicht selbst. Yes. Super gemacht. Noch einmal Sandkrab und ich hab's besiegt. Also hoffentlich trifft der Sandkrab jetzt. Ja, ist mir egal. Solange der Sandkrab trifft. Mist. Na komm schon. Okay, solange noch 28 KP übrig bleiben. Oder 29. Beziehungsweise 30. Ah! Bitte, bitte, bitte! Ja! Nein! Das gibt's nicht. Mann, die EP wären so schön gewesen. Oh Mann. Unfair. Schiebung. Komm bitte, Sandkrab, sei noch aktiv. Ich dachte, es kommt ein Sandkrab. Und hab einfach A gedrückt. Ja! Nein, 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 nein! Ja, danke! Nein! Es ist schon echt nicht einfach. Mist. Er trifft natürlich. Er trifft natürlich, wenn er mich besiegen kann. Das ist natürlich klar. Jetzt haut er bestimmt eine Top-Genesung raus. Nö. Komm jetzt, du überlebst das. Du überlebst das jetzt gefährlich. Geht doch. Und das war's mit dir, Magneton. Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Leben. Beziehungsweise nicht. Neko. Ganz ehrlich, da bleibe ich jetzt drin. Bitte nerv doch nicht. Mann, wenn man so underlevelt ist, es ist so schrecklich. Ja,
Ja, ich bin jetzt sowieso tot. Also 14. Was? Ich habe einen Kreideschrei abbekommen. Naja, dafür jetzt. Na dann. Ich wollte die anderen Pokémon trainieren, aber anscheinend wollen die anderen Pokémon nicht. Roselia. So, dann müsste ich jetzt Eisstrahl einsetzen können. Genau. Roselia ist One-Hit. Und das letzte Pokémon. Was wird es sein? Natürlich Gardevoir. Da gehe ich wieder zurück auf das allseits geliebte Gecko. Ich weiß übrigens, dass es der Gecko heißt, aber es ist das Gecko. Das sieht jetzt nicht ganz so viel ab, wie ich erwartet habe. Da werde ich wohl auf die Laubklinge zurückgreifen müssen. Die zieht jetzt nicht ganz so viel ab, wie ich erwartet habe. Das sieht jetzt mehr ab, als ich erwartet habe. Ach man. Ja, und dann kommt das wieder. Was? Ich dachte mir vorhin so, toll, jetzt geht der Part mal 15 Minuten, aber das zögert sich raus. Ich meine, okay, ich gebe zu, das Team ist scheiße und total underlevelt. Okay, aber trotzdem. Danke. Okay, weiter geht's. Es geht nicht weiter, weil ich gewonnen habe. Wow, du wirst immer stärker. Ich konnte dich heute nicht besiegen, aber eines Tages werde ich es mit dir aufnehmen. Das ist alles, was du zu sagen hast. Und da wären wir im wunderschönen Prachtpolis City wieder. Aber diesmal bei der Pokémon Liga. Schutz wirkt nicht mehr. Passt ganz gut. Denn das war's jetzt mit dem Part. Tschüss. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.